Sie sind die Lebensretter der BG Unfallklinik Murnau, spezialisiert auf die Versorgung schwerstverletzter Patienten. Wir begleiten Notarzt Raphael Bender einen Tag lang in der Luft bei seinen Einsätzen bis hinauf in die Alpen. Geht ins Klassik-Skigebiet nach Garmisch, ein Kollisionsunfall zweier Skifahrer mit einer Rückenverletzung. Und wir sind an der Seite von Unfallchirurgin Julia Greipel in der Notaufnahme, wenn Menschen mit Knochenbrüchen und Schlaganfällen schnellstmöglich Hilfe brauchen. Kein ABC-Problem, ein unauffälliges IFAS. Wir machen noch das Labor und dann fahren wir ins Polytrauma-CT. Aschermittwoch, 7 Uhr morgens. Hangar der Unfallklinik. Kurz nach Sonnenaufgang beginnt der Einsatztag für die Helikoptercrew. Hi, morgen Basti, das ist der Raphael Christoph Murnau. Wir sind einsatzklar, Status 2. Ab jetzt kann jede Minute ein Einsatz reinkommen. Wenige Meter weiter beginnt auch für Unfallchirurgin Julia Greipel die Schicht. Sie arbeitet in der zentralen Notaufnahme und zeigt uns die sogenannten Schockräume, wo sie Akutpatienten später behandeln wird. Die Ärztin rechnet heute mit Skiverletzungen. Also früher mit Pulverschnee und sowas waren es mehr Kreuzbänder, Bandverletzungen. Und jetzt kommen die Patienten schon mit schweren Frakturen, weil das ist ja wie weißer Beton, diese planierten Pisten. Das ist das eine. Dann sind sie häufig alkoholisiert. Und jetzt ist ja auch noch das Wetter so super. Das heißt, im Tal kann man schon wunderbar Fahrrad fahren, Downhill, Mountainbike. Also wir müssen einfach abwarten, was passiert. Aktuell sind noch alle Schockräume frei. So früh am Morgen nichts Ungewöhnliches. Aber für die Luftretter bleibt es nicht lange ruhig. Um kurz nach 10 Uhr der erste Einsatz. Raphael Bender ist seit knapp 20 Jahren als Notarzt unterwegs. Seit 15 Jahren in der Luftrettung. Weil je früher der Patient quasi wieder Durchblutung hat im Herzmuskel, umso weniger Herzmuskel geht bei dem Herzinfarkt verloren. Erst nach der Untersuchung wird Notarzt Raphael Bender wissen, ob es sich wirklich um einen Herzinfarkt handelt. Genau, das ist männlich 82, Kreislauf stabil, wach ansprechbar. Und das EKG mit Hebungen in V2 bis V4 würde der RTW euch schicken. Das kommt demnächst. 20 Minuten ab jetzt. Es ist ein Herzinfarkt. Der 82-Jährige muss schnellstmöglich in die Klinik. Wie geht's denn jetzt im Moment? Ja, es geht, man kann nicht spielen, aber ja, das liegt ein bisschen auch an meinen Medikamenten. Ja. Die 200 Meter bis zum Landeplatz des Helikopters geht es mit dem Rettungswagen. Entspannen am besten. Und jetzt beim Tragen, es wackelt ein bisschen mehr, wie zuerst. Gut, ja. Jawohl. Blutdruck ist jetzt absolut im normalen Bereich. Alle Werte sind gut. Und wenn Ihre Beschwerden ein bisschen besser sind als vor 20 Minuten, bin ich sehr zufrieden. Währenddessen in der zentralen Notaufnahme. Also ein Herzinfarkt kommt jetzt mit dem Hubschrauber, mit unserem Hubschrauber. Wir wissen, er braucht einen Herzkatheter. Der Patient ist männlich, 82 Jahre alt und kommt um 10.34 Uhr an. Das heißt, 14 Minuten haben wir Zeit. Doch es gibt ein Problem. Der Patient ist unterwegs, das notwendige Labor in Murnau aber noch belegt. Mit dem Labor weißt du, dann müssen wir sie jetzt stoppen. Nee. Wenn unser Hubschrauber, der Bender, bringt ihn. Wir wissen nichts. Ich rufe an. Schon gewählt. Die Frau Werle war gerade da, dass irgendein Wartungsprozess läuft für die klinische Chemie. Jetzt kommt um 10.34 Uhr ein STEMI. Okay, danke schön. Ciao. Danke fürs Mitdenken. Problem gelöst.
willkommen im Urlaub. Aber Ihnen geht es soweit ganz gut jetzt, oder? Ja, okay. Bringen euch den 82-jährigen Herrn. Seit gestern Abend retrosternales Brennen, Druckgefühl hinterm Brustbein, dann auffällig bei Eintreffen des Rettungsdienstes, ein ST-Hebungsinfarkt mit Hebungen in V2 bis V5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alles gut, ich drücke die Daumen, gell, dass man alles gut beheben kann. Gell? Ja. Wieder schauen. Ja, jetzt richten wir unser Zeug wieder her, dass wir zügig einsatzklar werden. Das heißt, das benutzte Material, Oberflächen desinfizieren, alles wieder auffüllen, was wir verbraucht haben. Und dann können wir uns für den nächsten Einsatz klar melden. Als Notarzt hat Raphael Bender oft mit Patienten zu tun, die in akuter Lebensgefahr schweben. Ein enormer Druck für ihn und sein Team. Wie geht er damit um? Man hat natürlich den großen Vorteil in der Notfallmedizin, dass es ja meistens schlimmer nicht werden kann, sondern dass man in einer Situation kommt, die für den Patienten hochgradig unangenehm oder lebensbedrohlich gar ist. Und mit unserem Eintreffen der Patient einfach auch die Chance hat, dass es jetzt aufwärts geht, dass es besser wird und dass man einfach ganz sinnvoll helfen kann. Die gute Nachricht, schon in 3 Tagen wird der Patient die Klinik verlassen können. Zu Julia Greipel kommt jetzt ein anderer Patient. Der ist aber nicht mit Hubschrauber oder Rettungswagen gekommen, sondern selbst in die Klinik gelaufen. Ich hab mal, beim Skifahren hat es mir geholfen und bin auf meine Schulter gefallen. Und jetzt ist es so geschwollen, jetzt habe ich halt Angst gekriegt. Okay. Das wollte ich halt einfach noch schauen lassen. Das ist gestern passiert? Nein, am Montag schon. Am Montag? Ja. Hoppala. Sie sagen mir, was da wehtut? Ja, bis jetzt da gar nichts. Gar nichts. Also man merkt schon, das ist ganz schön geschwollen hier. Ja. Tut Ihnen hier was weh? Um sich ein genaueres Bild machen zu können, schickt Julia Greipel den Patienten zum Röntgen. Waren Sie schon mal hier bei uns? Ja, ich schon mal. Dann wissen Sie, wo es Röntgen ist. Ja. Ich denke, dass er sich schon was gebrochen haben könnte, weil die Schulter ist richtig gespannt, die glänzt. Er hat das Hämatom und dass er es dann ausgehalten hat seit Montag, das ist dann schon ordentlich schmerzhaft. So, Herr B***. Ein bisschen haben Sie es vermutet, oder? Es ist gebrochen. Aber wenn Sie jetzt sagen, auf gar keinen Fall operieren lasse ich mich niemals, dann kriegen Sie eine Schlinge. Da haben wir noch ein bisschen ein schickeres Modell. Wir können Ihnen beides anbieten. Dass man sagt, okay, man lässt es jetzt erstmal heim. Schaut, kommen Sie gut zurecht. Ja, ich glaube, das probieren wir jetzt selbst einmal. Gut. Ein Standardfall für das Klinikpersonal. Aber auch ein Beleg dafür, wie sich die Patienten verändern. Die Patienten werden immer älter, werden auch zum Glück immer älter, deutlich aktiver und machen risikoreichere Sachen. Aber die Knochen, die machen das halt noch nicht so mit. Was passiert, wenn jetzt hier ein krasserer Notfall reinkommt? Und Sie dann brechen wir ab. Also wenn jemand wirklich, der akut jetzt einen Arzt braucht, kommt, dann haben die Patienten auch immer wirklich viel Verständnis. Der nächste Einsatz. Für die Luftrettung geht es jetzt hoch hinauf. Wir sind jetzt nachgefordert, von der Bergwacht oder Skiwacht auf der Zugspitze zu einem männlichen Patienten. Wohl um die 30 Jahre alt mit der Unterschenkelfraktur. Hallo, kommst du her? Roland? Roland. Okay. Dann würden wir es so machen, du liegst jetzt gerade gut. Ich würde dir jetzt eine Infusion legen, Schmerzmittel geben. Ja. Kannst du deine Füße, deine Zehen alle normal spüren? Ja. Kannst du auch wackeln mit den Zehen? Ja. Geht auch alles? Ja, okay, so, gib einen kurzen Pieks. So, jetzt kommt ein kleiner Rausch, okay? Unfälle wie dieser, im Freizeit- und Sportbereich oder auch im Verkehr, sind der häufigste Grund für das Ausrücken des Christoph Murnau. Vielleicht kannst du erst machen. Ja, klar. Wenn du möchtest, wo ist dein Handy? Einmal die totale, oder? So. Ja, bitte. Und mit dem Heli. Ja, ja, jetzt habe ich den halben Heli drauf. Ganz so schlimm ist es offenbar nicht. Da bleibt auch mal Zeit für ein Erinnerungsfoto. Es sieht so aus, dass unser Hubschrauber an der Zugspitze war und jetzt ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen fliegt, um den Patienten dort abzugeben. Also das ist das nächstversorgende, geeignete Krankenhaus, das vor allen Dingen im Moment sehr mit den Skistürzen zu tun hat, die jetzt einfach in den Faschingsferien mit dem ganzen Alkohol, mit diesen präparierten Pisten, die ordentlich viel Volumen haben. Die Klinik in Garmisch übernimmt. Auch damit die Unfallklinik in Murnau für besonders schwere Verletzungen frei bleibt, beispielsweise im Schädel- oder Wirbelsäulenbereich.
kurze Verschnaufpause für die Crew. Diese werden zunehmend seltener. Im vergangenen Jahr musste der Christoph Murnau fast 1300 Mal ausrücken. 12% mehr Einsätze als im Jahr zuvor. Das heißt, wir werden auch zu mehr Einsätzen alarmiert mit geringerer Schwere. Hat ganz viele unterschiedliche Gründe. Sicher auch den Grund, dass der ambulante Sektor nicht mehr flächendeckend und 24/7 überall erreichbar ist. Das merken auch die Notaufnahmen, dass Patientenzustrom in die Notaufnahmen außerhalb der normalen Tageszeiten abends, spätabends, an den Wochenenden größer ist. Der nächste Fall in der Notaufnahme Murnau hingegen ist sehr ernst. Was ist das jetzt für ein Fall? Das ist jetzt ein Fall, der ist gemeldet, dass ein 16-jähriges Mädchen einen Schlaganfall hat, ist untypisch. Darum schauen jetzt mehrere Fachdisziplinen sich das Kind erstmal an oder die 16-Jährige. Und dann werden wir entscheiden, was das Problem ist. Mit dabei ist die Mutter. Ich bin die Unfallchirurgin, die Neurologin ist da vorne. Ja. Und wir haben auch einen Neurochirurgen dabei, dass wir uns das jetzt gemeinsam mal anhören, worum es geht. Hallo. Ich glaube, jetzt sind wir. War heute Vormittag noch Skifahren und um 12.45 Uhr hat sie plötzlich auftretende Hemiarousie wohl linksseitig gehabt. Im Verlauf dann eine weitere Zustandsverschlechterung, als wir kamen. Das Sprachverständnis, soweit man das beurteilen kann, scheint intakt zu sein. Sprachmotorik aber deutlich vermindert. Oh, nee, das geht nicht. Wir können nicht so lange warten. Nee, da müssen Sie abwarten. MR oder CT? Nein, wir machen ein CT. Machen wir CT. Ja. Bei einem Schlaganfall zählt jede Sekunde, um schwere Schäden zu vermeiden. 1, 2, 3. Magst du eine warme Decke holen, die ist da rechts? Währenddessen wartet nebenan auch die Mutter der Jugendlichen auf eine Diagnose. Natürlich denkt man dran, dass die Angehörigen da sind, dass man mit denen nachher sprechen wird. Aber ganz akut zählt der Patient und dann kümmern wir uns um die Angehörigen. Was sie noch nicht weiß, gleich kommt der nächste akute Fall zu Julia Greipel. Denn draußen wird die Luftrettung erneut alarmiert. Weißt du schon mehr? Geht ins Klassik-Skigebiet nach Garmisch. Ein Kollisionsunfall zweier Skifahrer mit einer Rückenverletzung. Bist du auf Murnau unterwegs zum Bergbach? Genau, bist du auf Murnau aus. Kreuzwandel, Kollisionsunfall und die Landung müssen durch. Dann plötzlich, kurz vor der Landung. So, Freunde. Wir waren noch viel nach vorne, weil wir weggefunden wurden. Der Papa jetzt noch zwei bis vier. Hier ist ein Wassergraben, direkt unter ihm. Hier nicht landen. Nicht landen, stopp, stopp, stopp. Nicht landen, ist ein Wassergraben. Fast wäre der Heli auf unsicherem Grund gelandet. Die einweisende Bergwacht war aber aufmerksam. Teamarbeit gelungen. Raphael is my name and I'm the emergency physician. Okay, how is life? Not that good at the moment. No. Breathing is okay for you? Any problems with breathing? No. And pain just in your neck and in your head? Okay, fine. Sie haben einen massiven Crash, gell? Okay, dann machen wir so. Zumindest mal einen Arm auspacken, legen wir es mal Zugang. Fentanyl und dann Zitronen können wir machen. This is not painful here? Okay. Would you please move your legs for me? Both sides? Okay, fine. That's good. Dann kann von euch schon mal gerne irgendjemand eine Anmeldung klar machen. Wir würden nach Murnau gehen wollen. Ja, genau. In die Unfallklinik mit einem Schädel-Hirntrauma, Wirbelsäulentrauma. Im Moment mal wach, ansprechbar, kreislaufstabil. Weiblich 36. Ja. In Murnau anmelden, jawohl. Und Farbe, Rot, schon komm. Ja, machen wir mal so, ja. Hirntrauma, Schädel-Hirntrauma, aktuell alles ohne Neurologie. Sichtungskategorie Rot, Schockraum gewünscht mit Anästhesie. 15.35 Uhr, Christoph Murnau im neuen Schockraum. Währenddessen Entwarnung bei der 16-Jährigen. Es war wohl doch kein Schlaganfall. Julia Greipel bereitet sich direkt auf die Skifahrerin aus Garmisch vor.
So, you receive now a very strong painkiller. Okay. It's possible that you feel a little bit dizzy in your head, okay? Okay. We have to check your neck and we have to check your head, but we can't do that here. This is der kaputte Arm, genau, wir gehen hier drüben hin. We will fix it now. Vitalparameter. So, how do you feel right now? It's okay? Okay. It's a little bit better than 10 minutes before? Yeah. That's good, okay. Yeah. Fine. Eins, zwei, drei. Don't worry, okay? It's not our first time. Okay. Is it okay? Sure? Okay, so flight duration 10 minutes. See you later. I'm right next to you, okay? Der Christoph Murnau gestartet, Kreuzwankel mit Pacetten an Bord. Für Murnau, Anwendung wie besprochen. Lande Murnau, 0 Sensor. Hello, welcome to Murnau. Gut, wir bringen euch die 36-jährige. Sie spricht Englisch. Sie war behelmte Skifahrerin im Garmisch Classic Skigebiet. Ist dort mit hoher Geschwindigkeit mit einem anderen Skifahrer kollidiert. Hat sich dann mehrfach überschlagen und laut Augenzeugenberichten sah das sehr grob aus. Sie gibt Schmerzen im Bereich Kopf und Nacken an, die auch ziemlich kräftig sind, auch im Bereich der oberen Brustwirbelsäule. Dann lagern wir um. Eins, zwei, drei. Okay, slowly. Auf die Liege bitte. Genau. Die Hüfte fein hier. Down hier. Okay. So, pain here? No pain? The other side? Kein ABC-Problem. Unauffälliges IFAS. Wir machen noch das Labor und dann fahren wir ins Polytrauma-CT. Okay. Auf den ersten Blick scheint alles unauffällig zu sein. Aber schwere innere Verletzungen können erst durch eine genaue Röntgenuntersuchung festgestellt werden. Gerade im Kopf- und Nackenbereich könnten massive Schäden verursacht worden sein. Es gibt jede Menge Wirbelsäulenfrakturen, Wirbelkörperfrakturen. Und abhängig davon, wie die konfiguriert sind, sind es Sachen, die man operieren muss, die man teilweise auch sofort operieren muss, um eine Querschnittslähmung zum Beispiel zu vermeiden. Wir schauen uns jetzt in unterschiedlichen Schichten, also so, so und so geschnitten, die Halswirbelsäule an, um zu sehen, ob sich da irgendwelche Wirbel gegeneinander verschoben haben, irgendwie leichte Eindellungen sind. Aber auch da finden wir zum Glück nichts. Immer auf den ersten Blick. We found nothing. No fractures. No problems at all. Aufatmen für die Patientin. Unsere Skifahrerin hatte richtig Glück. Es war ihr dritter Skitag in ihrer Skikarriere. Sie meinte, sie sei jetzt auch beendet. Sie hat wahrscheinlich nur eine Prellung am Ellenbogen und eine leichte Gehirnerschütterung. Die Patientin wird noch eine Nacht zur Beobachtung in Murnau bleiben. Für Unfallchirurgin Julia Greipel endet damit der heutige Arbeitstag. Er war ehrlicherweise ganz klassisch. Es gibt die Zeiten, wo es total ruhig ist und die waren heute der überwiegende Anteil des Tages. Und danach kommen die Schockräume Schlag auf Schlag. Man kann es vorher nicht planen, es ist Unfallchirurgie, es ist ein absolutes Notfallgeschäft. Raphael Bender und sein Team bringen noch eine Patientin von Weilheim nach München. Dann haben auch sie Feierabend. War letztendlich ein ganz normaler Tag mit viel Routine, ganz normale Einsätze, nichts Außergewöhnliches dabei. Wir haben allen Patienten helfen können und von daher muss man zufrieden sein. Und wir sind gesund wieder heimgekommen, das ist die Hauptsache.